Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier, und heute im Doken-Event von unserem Boy, im neuesten Doken-Event auf der globalen Seite von C17, im Anschluss dann vom Doken-Event von Buhan. Ich habe also auf der japanischen Seite vom neuesten Doken-Event von Buhan, beziehungsweise Superbu, von Superbu natürlich. Ich habe schon mal angefangen, denn ich werde euch nebenbei erzählen, was ihr bei diesen beiden Events, also worauf ihr achten müsst, um es besser zu sagen. Denn zum einen das Event von C17, haben wahrscheinlich schon viele gemerkt, ist auf jeden Fall machbar. Das von Buhan geht da schon ein bisschen länger, ist etwas schwerer, das werden wir im Anschluss dann sehen. Was gibt es Wichtiges zum Event von C17 zu sagen? Nun, achtet nur darauf. Also an sich ist das Event wirklich machbar. Ihr könnt es mit sehr vielen Teams schaffen, sei es Neogard-Team, Katori-Team, C17, das Doken-Event ist nicht allzu schwer von der Schwierigkeitsstufe her. Das Einzige, worauf ihr achten solltet, auch achten könnt, ist, dass er ab der dritten Phase, sollte das sein, eine Barriere hat, und in dieser Barriere treffen ihn Super-Attacken nicht, die auf einem Keyblast basieren. Was heißt das? Zum Beispiel, God Gokus Limit Breaker Kamehameha, da seht ihr neben dem Namen ein Keyblast-Symbol, ein Kamehameha-Symbol nenne ich es mal. Das zeigt uns, dass diese Superattacke von Godku auf einem Keyblast, auf einem Keystrahl basiert, und diese Super-Attacks, die treffen C17 nicht, wenn er in der Barriere ist. Er tut sie dodgen und tritt sie nicht. Welche treffen ihn denn? Alle anderen Super-Attacks, die dieses Symbol nicht haben, zum Beispiel das von LRGF, das sind quasi so, um es sozusagen, Melee-Nahkampf-Super-Attacken. Und diese Charaktere benutze, Freunde, für dieses Event, damit ihr quasi das Event nicht in die Länge zieht, weil, wie gesagt, die Keyblast-Ultis, die treffen ihn nicht. Beim Super 17 Event, falls das ein paar von euch kennen, das Event von Super 17, kennen wahrscheinlich viele, aber vielleicht hat es auch der eine oder andere nicht gemacht. Beim Super 17 Event, der hatte eine ähnliche Mechanik, der hat sie aber nicht nur gedosht, sondern hat sich auch geheilt von dem Keyblast, von der Keyblast Ulti. Bei C17 ist das Gott sei Dank nicht so, der tut sie nur dodgen, sonst wäre das ein bisschen nervig. Heißt in Sachen Teams, Freunde, ich habe mein LRGF-Team, damit wir zum einen mal vielleicht einen kleinen Vorschau haben darüber, über die C17-LRGF-Kombo in einer Rotation. Das würde ich auch auf jeden Fall gerne sehen, aber außerhalb davon, wie gesagt, wird auf jeden Fall jedes Team seinen Job gut machen. Achtet nur, wie gesagt, selbst darauf, dass ihr die Charaktere mitnimmt, die mit ihrer Ulti keine Keyblast-Ulti haben, denn dann macht ihr euch quasi das Leben leichter, beziehungsweise sorgt dafür, dass das Event nicht allzu lang geht, nicht länger geht, als es gehen sollte. So, unser Boy C17! Am ersten Mal im Channel in Einsatz, 1,2 Minuten hat er auf seine Ulti. Er selbst macht natürlich auch guten Schaden, so ist nicht. Aber boom, genau deswegen ist er da, für den Boost durch die Linkskills mit der Passive, mit seiner eigenen Ulti, dass er den Angriff senkt, damit LRGF seine ganze Passive zur Schau kommt und er auf 5 Millionen Crit kommt. Genau deswegen haben wir Gott sei Dank C17 gezogen, Freunde, und an der Stelle natürlich vielen lieben Dank für eure netten Worte zum Pool, aber auch zu dem Support in der letzten Zeit. Ihr seid wirklich unglaublich, meine Hashtag auf Z-Fighter, und vielen lieben Dank dafür, meine Freunde, wirklich Respekt. Ah, jetzt habe ich mich verklickt. Ich wollte eigentlich... Okay, dann machen wir das Ganze so, weil eigentlich hatte ich gerne in meinem LRGF-Team quasi Uigoku, Godku in einer Rotation. Die teilen sich auch gute Linkskills, Godly Power und so und so fort. Ich könnte natürlich auch einen Friend drin lassen. Aber ja, damit ich mal ein bisschen Abwechslung habe. Außerhalb davon, Uigoku hat auch, wie ihr seht, keine Keyblast-Ulti. Er trifft C17. Wir sind nämlich jetzt in der Stufe, wo er seine Barriere hat. Und genau, unser Boy LRGF hat das auch so oder so. Außerhalb davon, Freunde, ihr merkt schon, in dem Team selbst haben wir kaum bis keinerlei Key-Probleme. Das liegt unter anderem daran, an unserem Boy C17, wenn er in der Rotation ist, gibt er ja durch die Pässe Key plus 3. Aber das liegt auch daran, dass viele dieser Units in diesem Team eines der neuesten, ja okay, so neu ist der Linkskill nicht, aber ihr werdet gleich verstehen, was ich damit meine, eines der neuesten Key-Linkskills hat, nämlich Tournament of Power. Tournament of Power haben sehr viele neue Charaktere, weil sie ja natürlich auch Logo aus der Dragon Ball Super Saga kommen. Ich mache das Ganze mal so, weil... ja, C17 trifft ihn ja nicht wegen der Keyblast. Weil sie aus der Tournament of Power oder aus Dragon Ball Super aus der Saga kommen, haben sehr viele Charaktere eben diesen Keylink-Skill Tournament of Power Key plus 3 bekommen. Und weil sie in vielen Teams vertreten sind, vor allem natürlich in Representatives of Universe Sam Team, haben sehr viele diesen Link-Skill, diese gibt Key plus 3 für die Charaktere. Und dementsprechend ist die Synergie sehr, sehr gut. Wir haben kaum Key-Probleme, wie ihr es merkt. Und ich finde das wirklich sehr, sehr geil, weil damals, als dieser Link-Skill vorgestellt wurde, beziehungsweise online kam, habe ich damals gesagt, das wird einer der Link-Skills, die wirklich sehr vertreten, häufig vertreten sein wird in den, für die nächsten Charaktere, in den nächsten Teams. Weil es gab immer so, ich sag mal so,
so eine Ära von Links, Keylink Skills, von so eine Ära von Keylink Skills. Was meine ich damit? Es gab mal eine Prepare for Battle Ära, das hatten sehr viele Charaktere, die nacheinander rauskamen. Dann gab es mal Shocking Speed Ära, Over the Flash Ära und jetzt quasi Turn Up of Power Ära. Und wie gesagt, ja, daran liegt es unter anderem auch, dass sich die Charaktere sehr gut linken, speziell in diesem Team. Okay, und LRGF hat es ja an der Stelle nicht beendet. Das Event habe ich zwar leicht geredet, aber natürlich ist unser Boy hier immer noch auf gewisse Art und Weise tanky. Wenn wir da die Crits nicht rausholen etc., dann bekommt er nicht allzu viel Schaden, beziehungsweise nicht den Schaden, den er eigentlich bekommen sollte, wie wir es im Radar gesehen haben. Aber dennoch merkt ihr auf jeden Fall, das Event ist auf jeden Fall machbar. Das habt ihr auch sicherlich schon gemerkt. Ansonsten gibt es eigentlich nicht allzu viel zu diesem Event zu sagen, außerhalb davon, wie gesagt, dass ihr da auf das mit der Barriere achten sollt und natürlich darauf, ja, die Medaillen. Die Medaillen farbt ihr für zum Beispiel C17, er braucht 77 Stück, unter anderem für C21, sie braucht 35 Stück oder C16, den neuen Tag. Er braucht 21 Medaillen aus diesem Dokument und 7 aus dem Super Strike Event von C16. Diese sind an den In-Tagen online, also jeden Mittwoch. Unser Boy MVP C17 hat sich selbst hier ausgeschaltet, selbst Explosion wie im Anime, deswegen würde ich sagen, so viel zu diesem Event und wir gehen direkt mal rüber zu dem Event von Buhan, nicht Buhan, von Super Buu. Ich weiß nicht, warum ich Buhan sage, aber ihr werdet gleich merken, warum ich Buhan sage. Von Super Buu auf JP, let's go. Alles klar, und wir sind im Event von Buhan, von dem neuesten Buhan auf seiner Stage. Dieses Event hier ist auf der anderen Seite, wie gesagt, etwas schwerer, denn es läuft ein bisschen andersrum. Wir fangen, um es kurz zu sagen, mit dem schwersten Gegner an und dann geht es runter zu dem einfachsten, sag ich mal. Ich bin mit dem Potara-Team reingegangen. Warum? Denn der Link-Skill Power Best Oh My God sorgt dafür, dass in der Runde, in dem Bukulo kommen wird, das werden wir gleich sehen, er sich weitaus weniger hielt, als er es tut. Denn normalerweise, wenn dieser Link-Skill nicht aktiviert ist, dieser aktiviert sich, wenn quasi die Charaktere, die diesen Link-Skill haben, ihre Ulti starten, dann bekommen sie um die 2500 auf den Angriff, glaube ich mal. Anyway, sofern sie das aktiviert und wir in der Bukulo-Runde sind und er sich healen will, dann hielt er sich, ja, wie gesagt, weitaus weniger. Und sein normaler Heal wäre eigentlich bei 1,6 Millionen, glaube ich. Aber das werden wir gleich im Nachhinein sehen. Ansonsten, Freunde, Buhan-Event ist wirklich so Stage 3 vom älteren Buhan-Event. Wir fangen mit Buhan an. Der wird sich dann immer nach zwei Runden in die eine Stufe drunter, sage ich mal, wie soll ich das nennen, detransformieren. Also im Endeffekt wird er von Buhan zu Budengs, dann zu Bukulo, zu Super Buu und so weiter und so fort. Ihr merkt aber, das Event ist in der Hinsicht schwer, dass er sehr tanky ist, viel Leben hat und auch gut Damage macht. Und da wir von oben nach unten anfangen quasi mit dem stärksten Gegner, ist das Event quasi, deswegen stempelt man es aber schwer ab und es kann lange gehen. Soll nichts Schlimmes heißen, ich finde das gut, wenn das damalige Buhan-Event war genauso, das ging echt lang. Und egal, wir werden auf jeden Fall was Gutes sehen, wir werden auf jeden Fall was Gutes sehen, da es eben so lange geht. Vor allem die Transformation erhoffe ich mir. Ansonsten lasst mich wissen, wie habt ihr das Event empfunden? Kommt ihr darauf klar? Findet ihr es gut oder sagt ihr, auf der einen Seite ist es schon gut von Schwierigkeitsstufe her? Es ist halt so, es ist in der Hinsicht schwierig, dass man halt überleben muss, bis man zu dem Zeitpunkt ankommt, an dem man Schaden gegen ihn macht. Wisst ihr, was ich meine? Und tut euch dieser Aspekt gerade nerven, weil es quasi zu lange dauert, bis man Schaden gegen ihn macht? Oder sagt ihr, nee, das ist eine gute Abwechslung? Also man muss da schon ein bisschen aufpassen, was man macht. Lasst es mich auf jeden Fall wissen und falls euch das Ganze hier bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Und falls ihr neu seid und euch das Ganze gefällt, dann drückt auch auf den Abo-Button. Okay, und by the way, vielen Dank für die ganze Unterstützung, ja, wie immer, lieben Dank dafür. Alles gut, und zwar sind wir hier immer noch bei Buhan. Wir sehen schon, da oben links unter seiner Leiste steht Charges dran. Heißt, wir haben immer, wie gesagt, zwei Runden, dann tut er sich detransformieren. Nachdem wir unser Angriff hier gechartet haben, wird er sich detransformieren und wird zu Budengs. Da ist er aber immer noch sehr tanky, macht gut Schaden, etc., etc. Nach Budengs fängt man dann, also nachdem er, nee, nicht Budengs, sondern nach Bukulo, nachdem er zu Super Buu wird, merkt man dann langsam, dass man gegen ihn wieder Schaden machen kann. Zwecks Team, ich habe wie gesagt wegen Power Best of by God, dem Link-Skill, ein Potara-Team genommen. Das haben sehr viele Potara-Charaktere. Hätte ich das nicht gemacht, dann würde sich das ab dem Zeitpunkt mit Bukulo noch länger ziehen, als das Event schon geht. Werden wir gleich sehen. Okay, deswegen versuche ich immer, Charaktere in einer Rotation zu halten, die diesen Link-Skill direkt haben schon. Zum Beispiel Super Vegito, Tech Vegito Blue, als auch Kefla. Hier komme ich auf keine Ultimate Kefla. Als auch Kefla haben diesen Link-Skill direkt. Einzige in dem Team, der das nicht haben sollte, ist Rosé. Und
Ella Vegito, sofern er noch nicht transformiert ist. Die haben kein Power Best of God bei, Best of by God in meinem Potara-Team momentan. Deswegen versuche ich hier mal zu halten. Die Rotation lasse ich auf jeden Fall. Super Vegito, Tech Vegito Blue. Und die andere versuche ich mal Kefla reinzubringen. Mit, habe ich da noch einen Power Best of by God Charakter? Wie gesagt, Rosé hat das nicht, Vegito hat das nicht. Wir haben den Vegito Friend, wir haben Kefla, Tech Vegito und Super Vegito. Das sind sechs. Und wie hat ich denn vergessen? Tech Vegito, Baseform haben wir ja noch. Der hat Power Best of by God von Anfang an. Also versuche ich mal Kefla mit ihm zu halten und ja, die anderen rein und raus zu rotieren. Ihr könnt es auch schaffen, ihr könnt das Event auch schaffen, wenn ihr darauf nicht achtet. So mit jedem anderen Team, wenn ihr da mit eurem guten Team reingeht. Sollt aber aufpassen, wie gesagt, er macht gut Schaden, er bekommt wenig Schaden, dass ihr da quasi die Runden überlebt, bis er zu Super Buu wird. Aber wie gesagt, eben, das werden wir gleich merken, wenn wir dieses Linksgeleben haben, Power Best of by God, dann geht das nochmal schneller das Event, also nicht länger. Weil ohne diesen Linksheal hielt er sich pro Heal um 1,6 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. Und mit dem Linksheal sind es, glaube ich, bei entweder 3200, aber ich glaube eher 320.000 oder 32.000. Das werden wir gleich merken. Genau, werden wir gleich merken, Freunde. So, aber ihr merkt auch schon, der Boy, der greift wirklich oft an. Also eine Runde dauert hier wirklich an sich auch übertrieben lang. Kefla hat es leider nicht gedodged, schade. Wie viel Schaden wird er machen? Mit Kefla haben wir weniger Orbs eingesammelt, also wird er gut Schaden machen, das wollte ich sagen. Ihr merkt schon, müsst echt aufpassen, Freunde, denn dieser Dude, der macht auch Schaden. Da will ich euch nichts erzählen, solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Gut, Items mitnehmen, ich habe hier Heal mit dabei, was habe ich noch mit dabei? Ghost Usher, falls eben mal nicht dazu kommt, dass ich Power Best of by God Charaktere in einer Rotation habe, dann tue ich das ganze, habe ich Ghost Usher dabei? Ich glaube ja. Dann tue ich das ganze Ghost Usher quasi, weil dann tut er sich nicht healen. Und ihr müsst ja, zwei Runden bei Bukuro dann auch aushalten. Schauen wir mal, unsere Charaktere, ihr Damage Output ist, der ist nicht der er sein sollte, ne? Das merkt ihr auch schon. Also, ich finde das Event geil. Falls ihr mich fragt, ich hab ja euch gefragt, wie ihr das Event fandet. Ich finde es geil. Wisst ihr warum? Eben weil ich, wie gesagt habe, damals als Buan rauskam, der war übertrieben schwer auf einmal. Weil wir haben direkt gegen Buan angefangen, der wurde immer schwächer und schwächer. Das war mal was anderes. Man musste quasi erstmal überleben und dann wurde es leichter. Normalerweise ist es ja so, Dokkenet fängt leicht an, wird schwerer. Deswegen fand ich die Abwechslung sehr cool und ich finde es sehr cool, dass es wieder reinkam. Hier, schaut mal, hier ist jetzt ein Heal drin. Und Freunde, würde ich das so machen? Hier hat zwar Super Vegito und Tech Vegito Blue, den Linksheal aktiviert gleich, wenn sie eine Ulti bekommen. Aber weil Rosé hier steht und Bukolo sich davor hielt, dann hielt er sich um 1,6 Millionen, weil der Linksheal noch nicht aktiviert wurde. Deswegen achtet darauf, ja, können wir ihn so stellen? Ja, können wir tatsächlich. Okay, nice. Machen wir das Ganze mal so. Achtet darauf, dass ihr sie in den Slot stellt, die Power Best of by God Charaktere. Hier blinkt es orange auf, seht ihr es? Dahin stellt, wo er sich hielt. Oder relativ am Anfang einfach hinstellt. Das werden wir gleich merken. Hier, boom, das sind ja 32.000. Normalerweise wären es 1,6 Millionen, Freunde. Der würde sich hochhealen und dann würde das nochmal ein bisschen länger dauern. Deswegen, wenn ihr so Charaktere habt, dann achtet drauf am besten. Ja, und wie gesagt, also ich finde das Event schwer in der Hinsicht, dass es zum einen lange dauert, wobei ich die Schwierigkeit nicht daran messen würde, sondern dass man das überleben muss, weil er auch so viel Schaden macht, wenn man nicht aufpasst. Das finde ich auf jeden Fall cool. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich mit meinem Handy rumfuchtel, weil wir kommen ja aus C-Sitzens Event, aus Global, deswegen fuchtel ich damit noch so ein bisschen rum. Und ja, da seht ihr, das ist perfekt. Das wäre noch, der hätte sich voll gehealt jetzt. Der hätte sich auf jeden Fall schon voll gehealt. Hätten wir quasi Power Best of by God nicht aktiviert. Aber gut, dass wir das haben. Falls ihr euch doch sagt, du oder okay, alles schön und gut, Power Best of by God. Ich habe aber kein Power Best of by God Team. Also kein Potara-Team, weil viele Potara-Charaktere haben das. Dann, Freunde, nehmt auf jeden Fall eines eurer besten Teams. Weil ihr müsst ja, wie gesagt, darauf schauen, dass ihr das Ganze überlebt. Und das meine ich auch so, Wenn ihr da mal nicht aufpasst, dann bekommt ihr auf einen Charakter sehr viel Schaden. Vorhin hat einer 141.000 Schaden bekommen. Wenn wir da ein bisschen wenig Leben hätten, dann wären wir down, sage ich mal. Das kann echt schnell gehen an der Stelle. Deswegen, ich denke... Oh, die hat es auch nicht gedodged diesmal. Okay. Ich denke, dass sie jetzt mit zum Beispiel mit Dream of Gods Team, Universe Survival Saga Team, mit dem Representative of Universe 7 Team, den neuen Teams, auf jeden Fall schaffen werdet. Oder sei es egal mit welchem Kategorie-Team. Sofern natürlich ihr gute Charaktere habt. Kommt immer auf euer Charakterpool an. Neo Guard Teams sollten das auch noch tun, mehr oder weniger, da bin ich mir ganz sicher.
Aber macht euch das Leben immer leichter, wenn ihr auf so Gegebenheiten achtet bei Dokken Events. Jedes Dokken Event hat ja eine verschiedene Gegebenheit. Das von C17 haben wir gesehen. Da tun Melee-Attacken ihn treffen in seiner Barriere. Und das macht das Event nochmal einfacher, ja. Wenn ihr darauf nicht achtet, dann kann es länger gehen, als es gehen sollte. Das meine ich damit. Alright, gut. Alles schön und gut. So viel eigentlich, wenn mich alles täuscht, gibt es zu sagen zum Event selbst. Wir sind schon relativ fortgeschritten. Nach Bukolo sollte man dann in der Lage sein, endlich mal ein bisschen Schaden gegen ihn zu machen. Weil selbst jetzt, das waren 2,6 Millionen auf dem Radar, kommt aber keine 2,6 Millionen raus, bei allem Respekt. Sondern, was ist es hier im Endeffekt? Ja, GG. Nicht mal annähernd eine Million, ja. 600.000 runter, abgerundet. Alright, gut. Ab diesem Zeitpunkt, wie gesagt, sollte es dann langsam losgehen, damit wir ihn ein bisschen schaden können. Und wir haben hier super Video drin, das ist auf jeden Fall sehr nice. Denn der Dude hat Typenvorteil, wir kommen leider auf keine Ulti, leider nicht. Egal, der soll einfach nur kontern. Und dann machen wir mal, auf super Video zu kommen. Ja. Das hat die Sache, Tech Vegito Blue hat kein Prepare for Battle. Das merkt man, das merkt man. Das merkt man, dass der kein Prepare for Battle hat. Weil, also Goku, Super Saiyan Goku oder LR Super Saiyan Goku und LR Vegeta, All Times Classic, LR Vegito, die haben Prepare for Battle, aber die haben kein Opener Flash. Ja, ja. Das merkt man dann an der Stelle. Okay, jetzt warten wir aber. So gut Schaden machen wir dann doch nicht. Aber die Ulti ist krank. Wir haben das im Stream besprochen, als wir das Event gemacht haben von Tenkaichi, Budokai Tenkaichi 3. Da hat es meiner Meinung nach Kid Buu sollte das haben. Mein Kollege hat es damals immer gemacht, schaut an Wild Talk. Der hat immer die Ulti gespielt. Ich glaube, das war Dreieck-Kombo, Dreieck-Ulti, glaube ich. Der hat es immer gespammt, das war übel witzig, die Ulti, wieder so hin und her, Dash Kid Buu. An sich, der Unit ist auch insane, falls ihr das Sam-Video nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Wir haben ihn nämlich gezogen, Super Buu, die Tage wird ein Showcase zu ihm kommen. Darauf könnt ihr euch auch auf jeden Fall freuen. Ich bin echt glücklich, dass ich ihn gezogen habe, weil ich finde ihn auf seine eigene Art und Weise crazy, aber crazy und geil. Das halte ich von unserem Boy, Super Buu. Ich finde ihn echt crazy und geil, wenn ich das so sagen darf. Crazy und geil. Tritt ist, glaube ich, ganz gut. Okay, wir heilen uns hier nochmal zur Sicherheit an der Stelle, weil ich weiß nicht, wenn Rosé sollte vielleicht ein bisschen gut tanken, aber wenn Kefla da eine Ulti bekommt und das nicht dodge, könnte das auf jeden Fall wehtun, denke ich, schätze ich. Ihr merkt aber auch jetzt schon, wir sind bei Super Buu, er lebt immer noch. Also nach Super Buu werden wir, glaube ich, in der Lage sein, ein bisschen mehr Schaden zu machen. Wobei wir hier, glaube ich, auch mehr Schaden gemacht haben als die davor. Bisschen mehr, so viel mehr nicht. Aber das Event dauert. Das Event dauert. Ihr merkt es. Okay. Beziehungsweise vielleicht Kefla, wenn die crittet, ein, zwei Crits raushaut, dann wäre das vielleicht geschafft hier. Ja, nein. Man gehört Kefla. Hat, glaube ich, auf JP 3 Dupes. Komm schon, zeig, was du drauf hast. Nein, Crit. Crit, Kefla. Come on, girl. Crit. Die Ultis sitzen, aber Crit. Kefla? Komm schon. Okay, heute gibt's keinen Crit für mich. Ach, auf eine Normal Attack. Okay, die Message kam an, Kefla. Die Message kam an. Sie will nicht, dass wir aufhören. Okay. Aber, guck mal, jetzt tut er sich wieder detransformieren. Boom. Bam. Und das ist jetzt Buff Buu. Eine Runde danach kommt's auch noch. Das haben wir auch geschafft im Stream, dass wir eine danach auch noch gekommen sind. Ja, soll ich euch spoilern oder nicht? Wisst ihr, was danach kommt? Wisst ihr, gegen wen man danach kommt? Gegen wen man danach kämpft. Man kämpft ja 6 Runden lang. Wir hatten jetzt Agel Buhan. Ja, jetzt vom Agel-Charakter. Ey, Type, frag mich nicht warum. Buhan, Agel-Unit war der. Dann hatten wir gekämpft gegen Butanks, Bukolo, Super Buu, Buff Buu. Okay, letzter kommt noch. Wer ist es, Freunde? Schreibt es in die Kommentare, diejenigen, die es wissen. Und außerhalb davon haut ihn hier super Video raus, Freunde. Und so viel zum Buhan-Event. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat gefallen. Die beiden Events einmal zu C17 auf globalen Seite und einmal zu Buhan. Jetzt habt ihr das Ganze auch gesehen und wisst, was ihr da auf jeden Fall machen müsst, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Anyway, lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.